Freunde, herzlich willkommen zurück zu Bücher über Berlin. Ja. Du tust immer so, als weißt du nicht, wie es weitergeht. Ich weiß, wie es weitergeht, aber ich möchte, dass es so eine schöne Doppelmoderationsgeschichte Ach so, Geschichte Entschuldigung, wird. Wir versuchen es nochmal. Herzlich willkommen zurück zu Bücher über Berlin. Oh, das war das schick. War also, das war schick, war sogar synchron. Das kriegen wir nicht nochmal so hin, auf jeden Fall. Nee. Das, ein Ass. Ja. Olli, du hast was mitgebracht. Ja, ich habe was mitgebracht. Guck nicht den Vögeln hinterher. Es ist, ich bin jedes Mal fasziniert von der Aussicht. Es ist so schön hier. Ja. Vielleicht machen wir mal so eine Folge, so 5 Minuten für die Leute, einfach nur so einen Schwenk hier über die Dächer. Das haben wir, glaube ich, schon 10-mal erzählt, dass wir so eine Folge machen wollen. Wir machen das auch irgendwann. Machen wir auch. Vielleicht nicht heute. Ich habe was mitgebracht. Ja. Ja. Ein Buch. Ich habe mitgebracht von Ralf Hussmann, Vorsicht vor Leuten. Ja. Ja. Sagt eigentlich schon alles. Ja. Oder? Das war's. Ja, viel Spaß bei... Ja. Viel Spaß mit Ralf. Ralf kennt man von, ist so quasi mit der Erfinder und Macher von Stromberg oder ich habe schon mal vorgestellt, ach, ja. Ja. Nicht mein nicht Tag. Mein Tag. Der hat großartig, gucke ich gerade momentan, ich bin leider ein bisschen spät mit sowas, aber ich gucke es gerade, der Tatortreiniger, kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Ist aber auch sehr schön, dass die Hardcover-Bücher nicht ganz so bunt sind wie die Taschenbücher dann. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich es gekauft habe. Wegen des Affen. Ja, der Affe. Der Affe hat mich, das war so total, weiß ich auch nicht. Worum geht es in diesem Buch, beziehungsweise warum empfehle ich es euch? Weil es ist saukomisch und lustig. Lorenz Bramkamp. Der Name ist Programm. Aus Osthofen. Ja. Arbeitet bei der Stadt. Ist so ein typischer Beamter, sitzt in seinem Büro, hat ein ganz verkorkstes, langweiliges, tristes Leben. Nicht, dass alle Beamten ein verkorkstes, tristes Leben hätten, Nein. aber er hat in Osthofen eins, weil der ist total unterfordert mit seinem Job, aber hat auch nicht richtig die Motivation, was anderes draus zu machen. Ist gerade frisch, lebt gerade in, wie sagt man das? Ist gerade frisch? Ja, ist gerade frisch getrennt, aber wie sagt man das? Single. Nee, wie sagt man das, wenn Leute noch verheiratet sind, aber es gibt doch dieses Trennungsjahr. Trennungsjahr. Naja, also sie haben sich gerade vor kurzem getrennt, aber die Scheidung ist noch nicht beschlossene Sache. Also es kann sich zum Guten wenden, es muss aber nicht. Leben in Trennung? Ja, ich habe immer gedacht, es gibt sowas, es gibt ja so wilde Ehe oder es gibt ja immer so, aber ich komme nicht drauf. Jedenfalls ist auch völlig egal, das kommt noch hinzu. Und so fasst er den großartigen Entschluss, seine Frau zurückzugewinnen. Und er wäre ja kein Beamter, wenn es nicht für alles Pläne, Formulare und Abläufe gibt. Deshalb ist Plan 1 abnehmen, Platz 2 der Job sichern, weil dadurch, dass er seinen Job so unmotiviert und schlecht macht, er auch ständig Probleme mit seinem Chef hat und weil er ist ein notorischer Lügner. Also er hat keinen Bock auf Sachen und er erfindet die großartigsten Ausreden. Der kommt mit ständig neuen Gesundheitsattesten an. Es sind irgendwie 12 Omas und 24 Tanten sind gestorben, auf deren Beerdigung er gehen muss, weshalb er nicht zur Arbeit kommen kann oder Unterlagen nicht angefertigt hat. Also will er zu Punkt 1 seine Frau zurück, Punkt 2 seinen Job sichern und Punkt 3 ehrlich werden. Das ist jetzt nur so ein bisschen, um seine Frau wiederzukriegen, aber eigentlich ist das Schwierigste für ihn in seiner Lebenssituation. Die ganze Sache bekommt jetzt richtig Geschwindigkeit, wenn ein, was soll ich denn sagen, so ist kein Großindustrieller, aber in Osthofen, ja, sehr schön, sehr schön. Ein Selfmade-Millionär taucht in Osthofen auf und will eine riesige, eine alte Deponie, so Brachgelände, Fabrikhallen etc. pp. Will alles kaufen, um einen Megapark hinzubauen. Mit Golfplatz, mit Shopping, mit Kinos, mit Restaurants und. Und alle lassen sich einlullen, weil der Typ hat Kohle und das ist so ein bisschen, sag ich mal, so ein Dieter Bohlen-Typ. Immer so weiße Anzüge, souveränes Auftreten, Solarium, sieht gesund aus, sieht aus, als strotzt er vor Geld und Leben und so Lebensfreude. Wie so wie wir eigentlich. Sascha bringt das durch seine Klamotten zum Ausdruck. Lebensfreude. Ich durch mein sonniges Gemüt. Und alle sind total beeindruckt von diesem Selfmade-Millionär, bis auf Lorenz Bramkamp. Denn der riecht den Braten, der weiß, mit dem Typen ist irgendwas nicht koscher. Der schaut ihn. Ist tatsächlich auch so. Das Problem ist, da steckt Lorenz schon mittendrin. Weil dieser Selfmade-Millionär lügt mindestens genauso gern wie Lorenz und mindestens genauso gut. Und so kommt es dann auch, dass sie zwischendurch gemeinsam auf Malle Häuser verticken, die gar keinem gehören, um Provisionen einzustreichen für irgendwelche Objekte. Lorenz macht das eine Zeit lang, weil er gar nicht weiß, worauf er sich einlässt. Aber irgendwie imponiert er seiner Frau. Die findet ihn total spontan und impulsiv und er hat auf einmal Geld. Und das Leben ist gut, ist es aber nicht. Und der Titel Vorsicht vor Leuten ist so
das ist wirklich das geflügelte Wort des Buches, weil jeder versucht da zu bescheißen und den anderen was vorzumachen. Dieser Stadtrat, der Bürgermeister, die anderen Beamten, es ist so lustig, was da abgeht in dieser Institution in Osthofen. Und dann kommt halt dieser junge, dynamische Mensch, der verspricht, aus diesem toten Kaff Disneyland zu machen. Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr witzig. Und wer Ralf Hussmann mag, es ist natürlich in dem Stil, in der Art. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, das wurde noch nicht verfilmt. Wenn doch, wir posten ja, wir kommentieren ja dann immer so auch so Filmsachen oder so. 4 Jahre alt. Aber ihr kennt das ja. Erst lesen, dann Film gucken. Genau. Und jetzt viel Spaß mit Ralf Hussmann. Vorsicht vor Leuten. Jo.